Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. Mhm. Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Ja, das hatten wir gerade schon. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Ja, und damit mal eben hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich muss immer noch sagen, es ist natürlich immer noch geil, so anzusehen, aber ich habe immer noch nicht dieses Next-Gen-Update so richtig mitbekommen. Ich meine nämlich, da hat sich bisher grafisch noch nichts verändert, obwohl es komplett auf die höchsten Auflösungen eingestellt ist. Mit diesem Zusatz, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ja, Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt. Okay, den sehen wir jetzt noch nicht. Der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich das... Ah nee, ich habe, glaube ich, das Silberschwert jetzt ausgerüstet, ne? Wer will nochmal? Da ist er. Ja.
Ja, weich bloß nicht aus. Das Problem haben wir ja schon bei Ava öfter mal gehabt. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. So, Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Ja, ans Meditieren erinnere ich mich noch, aber dass es eine Stunde ist. Ich glaube, das war jetzt nicht 1:1 original übernommen von der Zeit her. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch. Das waren, glaube ich, die letzten beiden. Also Todesmarsch war auf jeden Fall die höchste. Kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke nach oben oder nach unten, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Okay, das schreibe ich mir jetzt wirklich mal kurz auf, weil, ihr wisst das ja, ne? Heilen. Erstmal mein Gedächtnis, dann weiß ich nicht, ob ich jeden Tag aufnehmen kann. Ich meine, dann hat man das Ganze natürlich drin, aber da man ja auch viele oder ich viele verschiedene Spiele aufnehme, ist das natürlich immer so eine Sache. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke nach oben. Okay. Hallo? Den oberen Platz. Ich denke mal, damit ist jetzt wirklich das Erste gemeint. Wir drücken mal einfach das Erste. Ja gut, so viel Vitalität brauche ich aber hier nicht zu machen, oder? Ich meine, kann man hier irgendwas... Moment, das war meine Hexersinne, ne? Da unten ist ganz viel mit meinen Hexersinnen, was ich machen kann. Feuer ausschalten. Ah, okay. Das ist zum Einsammeln. Sehr schön. Ich sage, es dauert erstmal wieder ein bisschen, bis ich wieder reinkomme. Aber können wir die anderen denn nicht looten hier? Doch, da ist auch noch was drin, meine ich doch. Da hinten sind noch Bären. Ich hoffe, da sind jetzt keine Gegner gerade. Weil ich würde nämlich gerne erstmal... Oh. Erstmal alles angucken. Okay, da hinten sind schon die ersten Leichen. Aber wir wollen natürlich... Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Red doch nicht immer, wenn hier was eingeblendet wird. Oder blendet doch nicht immer ein, wenn gesprochen wird. Pferde. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Stimmt, Plötze war ja hier drin. Drücke zweimal L, um Plötze zu rufen. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig. Zweimal L... Plötze, das schreibe ich mir mal eben auf. Ich weiß, am Anfang ist wahrscheinlich viel, was ich mir noch eben zwischendurch notiere. Aber besser, als wenn ich das jetzt alles wieder vergesse. Jetzt habe ich das Schwert auf dem Pferd in der Hand. Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Ah, cool. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Achso, mich gedrückt halten, okay. Wenn die Ausdauer deines Pferdes erschöpft ist, kannst du nicht mehr galoppieren. Ich sehe gerade gar keine Ausdauer, aber in drücke in der Bewegung zweimal A und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Gerade zu unserem Vorteil. Ah, okay. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ich dachte jetzt zuerst, aber das war jetzt halt nur normales Dorf. Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh.
Ist er weg? Wo ist meine Haarfarbe? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Wäre natürlich nicht schlecht, aber ich sag mal, er hat uns ja nicht angeheuert. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Hat er den Quatsch erzählt? Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Das könnte der Epi sein. Boah, ist nur ein Kratzer. Aber einen Schnaps nehme ich mit. So, neue Markierung. Greifen habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Und Flussübergang. Halte auf der Straße A gedrückt, ohne zu lenken. Dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Achso, okay. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn es... Mehr kann ich nicht mehr lesen. Okay, er ist schon... Ich wollte gerade sagen, er ist schon weg oder was? Nee. Das sind alles Sachen, die ich wusste, aber... So nah am Dorf... Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran, tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Okay, ich komme von Teso, da interessiert die das nicht. Ja gut, Diebstahl, okay, aber ob ich jemanden anrenne oder nicht, das interessiert die dann nicht. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbrettern in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit einem Blättersymbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Okay. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der wieder Mutz verschwunden. So, ich glaube, da müssen wir rein, oder? Dann gehe ich hier mal... Er hat gezappelt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich hier reingegangen bin. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Oh.
Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Ja, ich bin immer noch verwirrt, weil mein Haar plötzlich so dunkel und so grau ist, obwohl das doch eigentlich blond sein müsste. Durch Optionen, die mit einem Geldbeutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Ah, okay, jetzt zeig mal, was du zu bieten hast. Wir suchen nach einer Frau. Fragen wir erstmal, neuer Gegenstand erhalten. Irgendwas mit Hühnchen. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und? Es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Durch Dialogoptionen mit... diesen Ding mit X wird das Gespräch beendet. Ah, okay. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Warum nicht? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ich meine, ja, ich weiß, hat er ja schon angedeutet, von wegen, dass, ja, die Hexer halt nichts umsonst machen, ne? Was bin ich denn jetzt? Moment, ich habe nur links, ja, och, ich hab's doch verstanden, ja. ich habe nur ein bisschen Hühnerbein und sonst anscheinend gar nichts. Questgegenstände, Handwerk, Alchemie, das habe ich übrigens gehört. Ach nee, das war in einem Video von Frag Naht, wodurch ich überhaupt erst auf die Idee gekommen bin, nicht The Witcher aufzunehmen, weil ich bis dato noch gar nicht wusste, dass ein Next-Gen-Update kommen sollte. Und aufgrund dessen habe ich halt jetzt gewartet, bis das Update da ist. Und der meinte nämlich, dass ich glaube, alles, was mit Alchemie und so zu tun hatte, nichts, also quasi keinen Platz belegt. Ja, ich weiß nicht, was die Händlerin jetzt alles hier hat. Keine Ahnung, ob wir das jetzt alles brauchen. Ich sage jetzt mal nein. So, vielen Dank für alles. Danke für alles. Was ist denn jetzt mit dem kostenlosen Alkohol und das kostenlose Essen? Ja gut, wir haben jetzt schon ein Hähnchen bekommen, ne? Und wo ist der Alk? Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin ein Hexer, der hier drin steht und offenbar nicht so ganz akzeptiert wird, warum auch immer. Und ich soll keine Aufmerksamkeit erregen. Warum ziehen Sie die Linien, hm? Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt.
Ach, der Schwachmat war das. Bei Optionen mit diesen, V-Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Okay. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Ja, das Problem ist halt, wenn ich das mache, werden die wahrscheinlich noch saurer werden, ne? Die merken das doch, wenn ich die dann dazu zwinge, oder? Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Ich verliere gleich die Geduld, dann rollen eure Köpfe. War nur Spaß. Wir wollen keinen Ärger. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. Na, ich könnte sie ja jetzt nochmal verhexen, aber das sind solche Schwachmaten. Ich glaube, die wissen wirklich nichts. Hallo! Hallo! Komm! Du bist eine Katze. Du musst eigentlich auf der Seite der Magie stehen. Kann man dich nicht streicheln? Man kann sie nur wegschieben, na toll. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Was ist denn mit dir? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Soll ich den jetzt bezahlen, oder? Wieso wird er dann meine Stimmung heben? Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Oha. Das ist aber kein Schnäpschen hier. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Mhm. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen.
Ja, das könnte in der Tat sein. Frage die Nilfgaarder nach Jennifer. Soll ich die jetzt auch nochmal fragen, die Bauern? Oder was meinen die jetzt damit? Kann ich eigentlich die Karte irgendwie größer machen? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich jetzt hier... Dann komme ich auf, oh doch, auf die Weltkarte. Ah, okay. Da sehe ich auch Plötze. Und da ist so ein Aushang, von dem die gesprochen haben. Okay. Also mit dem rechten... Ja, Knopf von meinem... Moment, mit ihr... von meinem Gamepad kann ich das machen. Muss ich mit dir jetzt eventuell noch reden oder muss ich... Was hast du denn, du Süße? Warum bist du mich immer am Anfauchen? Ich kann und ich würde dich gerne streicheln, aber ich kann dich leider nur aus dem Weg schieben. Es tut mir wirklich leid. Ja? Was ist denn, Wolf? Wolf. Das passt so zu mir. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Also, ich kann mich jetzt auch täuschen, weil es ist schon was länger her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht hatte. Aber ich meine, so diese Zwischensequenzen sind in der Tat ein bisschen schärfer, als sie vorher gewesen sind. Bis später, Wesemir. Es kann auch sein, dass sie viel schärfer sind. Also es tut mir leid, wenn ich... Ihr könnt gerne in die Kommentare mal reinschreiben, wie ihr das Ganze seht, wenn ihr die Version davor, sage ich mal, kennt. Ach so, ja, wenn ich da jetzt hingehe, dann klaue ich, oder? Wenn ich da, kann ich da hochgehen? Nee, ne? Nee, okay. Ich kann ja nur... Was hat hier alles für buntes Zeugs hängen? Das ist ja... sieht auf der einen Seite ganz cool aus und auf der anderen Seite irgendwie so schrecklich übertrieben hippie-mäßig. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Ich will nicht mitspielen. Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Was soll ich ihm da jetzt raten? Ich meine, also ich würde sagen, geh zu den Büchern zurück. Andererseits, ich meine, ich schreibe ja auch, ich habe auch schon Bücher veröffentlicht. Und ich meine, ich schreibe Fantasy-Geschichten. Jetzt muss man dazu sagen, dazu muss ich natürlich nicht in die Welt und ne, irgendwie dem Krieg hinterherrennen sozusagen oder sonst irgendwas Gefährliches machen. Aber ich weiß auch, würde ich über andere Dinge schreiben oder vielleicht auch so journalistenmäßig oder so, würde ich wirklich... Ja, mich ins Abenteuer stürzen, sag ich mal. Deswegen, sag ich mal, schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Ich hoffe jetzt nur, dass ich damit jetzt nicht sein Schicksal besiedel oder so. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen.
Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Nein, spielst du vielleicht nein. Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Danke. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Nein. Durch Optionen, die mit Karten markiert sind, wird eine Gwind-Partie gestartet. Will ich aber nicht. Nein, danke. Ich hab noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen, aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Für mich vermutlich auch. Na schön, wenn du es dir überlegst, ich bin hier. Das ist toll und vielleicht werde ich das mal privat machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte natürlich die Geschichte erleben. Soll ich immer noch die Nilfgaarder fragen? Soll ich jetzt mit ihr nochmal reden? Weil sonst ist ja doch hier gar keiner mehr da. Der eine Typ ist schon gegangen. Hinten sitzen nur noch die zwei Leute, ne? Genau. Mit ihr, denke ich mir mal, brauche ich jetzt auch nicht mehr zu reden. Ich gehe mal hier raus. Oh. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Der Blick! Holla, ihr seid tapfer. Ja, genau. ich sag mal, ich bleib nicht lang. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Ach so, mit den Fäusten muss ich kämpfen, oder was? Zu treffen. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere. Oh ja, da sollte ich auf jeden Fall dran denken. Blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Okay, wo ist der andere Typ eigentlich hin? Was schreit die denn da so rum? So. Kann ich euch jetzt mal fragen? Meine Großmutter hat mir vom Schmiede. Hallo. Was willst du? Und dich verprügeln, wenn du nicht die Klappe hältst. Ich denke, ich soll hier noch mit jemandem sprechen. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm. Plötze? Kannst du mal stehen bleiben? Was machst du denn hier? So, ich gehe mal wieder rein. Der Gelehrte ist noch da. Was sind das für Schritte, die ich hier oben... Moment, jetzt bin ich gerade. Da ist. Ach so! Der zeigt mir hier ein Ziel an? Oder was? Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Da oben. Da. Ach so! Da muss ich noch ein ganzes Stück weit weg. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf die Reise zu dem anderen Örtchen. Und zu dem anderen Örtchen, wie sich das anhört. Und machen mit der Geschichte weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao!